Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht aus dem Eilmannsberger Küchenstudio. Und da krempelt sich noch einer schnell die Ärmel hoch. Dominik Süß ist in the house. Domi, du bist jetzt gerade mehr oder weniger frisch zurück aus deiner großen, weiten Welt Kopenhagen, wo du sehr, sehr toll gearbeitet hast in einem Megalokal. Ja, danke, danke. Servus, grüß euch. Ich bin wieder zurück. Ja. Ich habe ein bisschen reisen und lernen dürfen. Ich war in Kopenhagen jetzt die letzten 9 Monate und jetzt endlich wieder daheim in Oberösterreich. Kulinarik-Hauptstadt Europas. Kann man so sagen, ja. Also der ganze Norden oben ist extrem in gerade, ist führend kulinarisch weltweit eigentlich. Mhm. Und vor allem Kopenhagen ist wirklich eine der kulinarischen Hauptstädte, wie du sagst. Und das war, also ich habe dich besuchen dürfen, es war hervorragend. Was machen wir denn heute? Hey, immer doch, wir machen trotzdem wieder mal zum Heimkommen einen Klassiker aus Österreich, oder? So lässige Ripperl. Okay. Weil das ist gerade im Winter lässig oder im Sommer zum Grillen, die gehen eigentlich immer. Ja. Wir machen so lässig mit so einer Barbecue-Glaze dazu und halten es aber ganz einfach, aber richtig gut. Und ich weiß, Sie haben jetzt schon Hunger, deswegen legen wir gleich los. Ich werde mich ein bisschen um das Gemüse kümmern, weil du machst da einen Schmoransatz dazu. Und du zeigst uns, wie man die perfekte Barbecue-Soße macht. Genau, so tun wir. Ich fange auch mit den Rippeln noch schnell an. Die können wir grundsätzlich fast so verwenden, wie sie sind. Nur einmal tun wir da hinten die Silberhaut runter. Da ist nämlich da so was drinnen. Man fährt da so rein, da gibt es den Trick mit dem... mit der Gabel. Ja. Ah, so siehst du da? Okay. Und jetzt kann ich das so schnappen. Ja. Und dann ziehen wir das runter. Und da werden sie einfach nur zarter dann. Okay, super. Zwiebel auch grob, oder? Ja, genau, das ist einfach so. Genau. So machen wir die. Jawohl. Ja, ich habe mich riesig gefreut, dass du besucht hast, Silvia. Es war spektakulär. Es war spektakulär, wirklich. Also ich war so beeindruckt. Das, den roten Hus, oder wie hat das geheißen? Den roten... The Red Cottage? Oder The was Red Cottage, ja. Genau. Also, ja, genau. Dein Lokal, wo du da warst. Und ganz, also war so wie so ein Wohnzimmer, wo man reinkommt. Und dann wird man auch sofort abgefangen, irgendwie von einer sehr sympathischen, wie sagt man denn mittlerweile, Servierkraft? Gastgeberin. Gastgeberin. Und an den Tisch. Und dann geht's los mit... Tasting-Menü, aber vom Feinsten. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Gänge das waren, aber es war so gut. Ihr habt, glaube ich, die 12 Servings, also 12 kleine, feine Leckerbissen habt ihr gehabt. Keine Ahnung, es war einfach so gut. Das eins nach dem anderen, es sind immer so kleine Portionen, so wie man das gerne möchte. Und es schaut alles aus wie ein Kunstwerk. Und es war so gut. Und ich war so stolz, wenn ich das jetzt nur mal da im Fernsehen sagen darf. Das freut mich. Und dass du auch zu den Gästen gekommen bist, das habe ich besonders toll. Ja, natürlich. Hey, jetzt muss man nur mal sagen, wie du das gerne hättest. So, genau, so, ich einmal, so, also so gedrittelt und dann? Dann mal ein Dritteln, genau. Dann einmal so dritteln, zack, zack. Und dann so machen wir so die dicken Zirkel. Ah, okay. So, fingerdick. Jawohl. Und ich fange da jetzt schon mal an zu würzen. Haben wir unsere Gewürze einmal schon vorbereitet da. Das salzen wir gleich mal ein. Dann nehmen wir Cayenne und ein bisschen Paprika geräuchert oben drauf. Was hast du denn vor dieses Jahr? Du, jetzt war ich schon ein paar Monate daheim, weißt du, und ich will aber heuer auch wieder ein bisschen fortgehen. Einfach was lernen, in die weite Welt raussehen und soll man sagen, ja, sag's, ist jetzt das erste Mal offiziell exklusiv? Ich hab's eigentlich noch gar nicht geteilt. Ja. Also es wird nur weiter fortgehen und zwar nach Kanada wird es diesmal gehen. Nach Vancouver, genauer gesagt, also in einer Riesenstadt diesmal. Und ich darf da ein bisschen was lernen. Ganz viel asiatischen Einfluss gibt es auch in Vancouver. Und wie in jeder Stadt gibt es ja irrsinnig viele gute Restaurants dort. Kannst du nicht mal daheim sitzen bleiben? Ich komme wieder zurück. Darf ich das Gemüse schon dazu geben? Genau, das schmeißen wir drauf. So, jetzt sag mir mal, was du da alles dazu gibst noch. Wir lernen jetzt ein bisschen eine Rindsuppe oder ein Fond oder was ihr daheim habt. Ihr könnt ein Gemüse vornehmen oder im Notfall ein Wasser, geht einmal. Einfach drüber lernen. Warum? Weil die schmort uns dann so richtig weich und wir kriegen nochmal den ganzen Geschmack außer von den Gewürzen, vom Gemüse. Und wir decken das nachher noch ab mit einem zweiten Blech drauf. Ich gebe dir das ins Rohr und super. Du kannst schon voll loslegen. Vielen also das heißt 160 Grad, ja? Genau. Super, super. Da haben wir noch gar nicht verraten, wir kochen uns dann ein paar Kartoffeln dazu als Beilage. Gell? Das weiß ja jeder, wie es geht, Kartoffeln kochen. Ja, genau. Gott sei Dank, eine damit.
So. Geht schon. So, verrat Perfekt. Uns deine Geheimtricks. Wir nehmen die Cola, die reduziert uns noch ein. Wir schütten alles einfach ein jetzt in unsere Kasserole da. Aha, was hast du? Du kannst mir mithelfen. Ja. Das ist eine Sojasauce. Danke. Da auch alles vom Ketchup? Genau, Ketchup rein damit. Aha, so. Silvia, riech mal, was ist denn das? Ich weiß, was das ist. Und ich sag dir auch, wie man es ausspricht. Ja, sag mal, weil ich trau mich gar nicht sagen. Ich trau mich gar nicht. Musst du schon. Also, für alle, die rätseln, ob das jetzt Worcester Sauce heißt oder Worcester Sauce, ich habe schon alles gehört. Worcester. Worcester. Dann habe ich da noch ein bisschen braunen Zucker. Ja. Der ist immer gut, Rohrzucker. Mhm. Apfelessig habe ich da. Okay. Und auch da geben wir nochmal dazu jetzt ein bisschen Cayenne und Paprika. Mhm. Einfach mit Gefühl. Perfekt. So, wie sehr soll ich das blubbern? Du lass es einmal aufkochen, dass es sich schon verbindet. Alles. So, das muss eindicken und aufkochen. Genau. Und ich habe da noch ein bisschen Maisstärke. Mhm. Die rühren wir uns mit kaltem Wasser an. Aha, okay. Und dann dicken wir es ein. Mhm. Und das war eigentlich schon der ganze Schmäh mit unserer Barbecue-Sauce. Ah. Gut, dann machen wir das noch. Du dickst das ein. Gibst du das dann gleich dazu? Schmeißen wir gleich dazu. Mhm. Wir dicken da jetzt die Soße ein. Genau. Und dann sehen wir uns nach einer ganz kurzen Pause wieder bei Oberösterreich kocht aus dem Eilmannsberger Küchenstudio mit Dominik Süß. Bis gleich. Bis gleich. Elegant, exakt, einzigartig. So planen die Küchenspezialisten von Eilmannsberger ihre Küche. Modern, klassisch. Im Landhausstil oder eine Designküche. Überzeugen Sie sich im 600 Quadratmeter großen Schauraum in Rohrbach. Eilmannsberger. Am Ende schreibt man Küche mit E. Zum Kochen da. Ewe Nanu. Die supermatte Küchenoberfläche mit Abperleffekt für unglaublich leichtes Reinigen. Die Schönheit der Alpen für die Küche neu entdeckt und veredelt zur Natursteinarbeitsplatte. Das neue Alpenwelt-Sortiment. Exklusiv bei Strasser. Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Willkommen zurück bei Oberösterreich kocht. Es kocht Dominik Süß für Sie. Er kocht heute nicht, sondern er macht Ripperl. Barbecue glazed. Baby, es gibt Fleisch. Und das heißt, die Barbecue-Soße, die haben wir vor der Pause noch für Sie gemacht. Die ist jetzt herrlich eingedickt. Ich schäle die Kartoffeln und du Super. Machst das Fleisch fertig. Ja? Genau. Fleisch noch 3 Stunden im Ofen. Jetzt schauen wir mal rein da in die... Ripperl. Oh, schau dir das auch an. Das schaut super aus. Herrlich, oder? Mhm. Herrlich. Und jetzt legen wir uns die nämlich dafür. Wie das schon riecht. He? Super riecht das. Uiuiuiui. So, und jetzt glasieren wir uns das Ganze nochmal. Man sieht, das Fleisch ist schon butterweich. Nein, das sieht gut aus. Und dann kommt das nochmal in den Ofen rein. Bei 200 Grad wird schon 4 drauf, Ober-Unterhitze. Und dann karamellisiert die ganze Soße nochmal wunderschön um. Dann wird das so richtig schön saftig. Gut, in der Zwischenzeit machen wir da, glaube ich, ganz Petersilkartoffel dazu. Perfekt, das hast du komplett richtig erfasst. Und wir schmeißen ja nichts weg. Darum tun wir uns das Gemüse noch so außer auf so einen Teller. Und das Soße, das Feine, da müssen wir ein bisschen eindicken. Und da können wir das Gemüse glasieren. Du kannst dir vorstellen, was das jetzt für einen Geschmack hat. Gell? Genial. Falls Sie die Rezepte von Dominik nachkochen wollen, dann finden Sie alle Rezepte bei uns auf der Homepage. Und falls Sie beim Einkaufen sparen möchten, wir haben einen 50-Euro-Gutschein vom Maximarkt für Sie zu gewinnen. Schreiben Sie uns eine Postkarte oder senden Sie uns eine E-Mail, warum Sie diesen Gutschein gerne gewinnen würden. Und dann flattert er vielleicht schon bald zu Ihnen nach Hause. Viel Erfolg. Jetzt tun wir uns das da durch, die Flüssigkeit.
Ich gebe da oben ein bisschen Butter rein. Ja, wunderbar. Das ist ein bisschen gescheit. Also es kann eigentlich nicht zu viel Butter sein. Das ist meine Regel Nummer 1. Regel Nummer 1. Und dann wandert das auch schon in die Pfanne, oder? Perfekt, super. So, was passiert denn da drüben jetzt? So, da wird jetzt ein bisschen Maisstärke angerührt. Ja. Wenn das aufkocht, geben wir das dazu. Und dann glasieren wir nämlich auch das Gemüse nochmal damit. Und das wird, ich würde es nicht angeben, aber das Gemüse wird eins von den besten, was du jemals gehabt hast. Okay. Und da glasieren wir uns das so ein bisschen. Dann schneiden wir uns in unsere Frühlingszwiebel drauf. Ah, stopp! Da lege ich gleich los. Ja, bitte. Gut. So viel Frühlingszwiebel brauchen wir gar nicht, wie wir geschnitten. Nein. Ah, du hast das nur schöner geschnitten. Ah, du hast das so schräg geschnitten. Ich habe das so rund geschnitten. Entschuldige. Aber es passt ja, wir können ja die Deinen für die Beilage nehmen und das ja, nehmen wir für Trippel, oder? Ja, das passt. Aber so muss man es draufgeben. Genau, wir stellen uns jetzt einfach im Kopf vor, das ist unser, der Mitten vom Esstisch, oder? Ja. Da bauen wir jetzt alle Beilagen rundherum auf. Ja. Die Barbecue-Sauce füllen wir uns noch, da kann man ein wenig reintippen, oder? Ah, das ist gescheit. Haben wir unsere. Warte, gibt da jetzt noch den Petersilie dazu? Das ist reicht. Super. Wow. Das schaut super aus. Voll gut. Dann holen wir mal die Rippen raus, oder? Ja. Achtung, heiß. Sehen Sie da, wie das toll. Das musst du alles mitschaben. Ja, das können wir alles mitschaben. So, jetzt drehen wir uns die Burschen einmal um. Mhm. Wir streichen uns einfach nur mal ein, yep, dass das schön glänzt. Mhm. Also riechen wir jetzt hervorragend. Schon, oder? Mhm. Danke, Dominik. Danke dir. Super Rezept. So. Sieht schon gut aus. Das schaut ja wirklich nett aus. Lecker. Die haben wir dann ein bisschen drüber da. So. Sag nur mal, was du gezaubert hast, Dominik. So, wir haben jetzt da unsere Barbecue Glazed Ripple. Mhm. Das habe ich Englisch und Deutsch vermischt. Sag's mir mal, Barbecue Glazed Ripple. Oder Ripple. Mhm. Okay. Also Ripple mit Barbecue-Sauce, mhm, richtig gut, im eigenen Soft so geschmort. Mhm. Das Gemüse haben wir natürlich auch verwertet, haben wir nochmal glasiert mit dem Safterl. Du hast ein paar gute Bärsekartoffeln dazu gemacht. Mhm. Und wir haben jetzt Barbecue-Sauce für die ganze Familie für die nächsten paar Wochen. Jahre. Jahre. Vielen, vielen Dank, Dominik. Es hat viel Spaß gemacht mit dir. Ja. Aber eigentlich gehört zu Ripple schon ein bisschen was zum Trinken auch dazu. Ah. Natürlich. Ich habe schon so einen trockenen Hals habe ich schon gekriegt. Jetzt hör mal zu. Die Region Innviertel, Stelzhammer Bier ist kreiert worden zum 200-Jahr-Jubiläum von Franz Stelzhammer, Geburtstag. Dichter unserer Landeshymne, die Melodie, hat dieses Jahr Geburtstag. Die ist von Hans Schnopfnagel. Wow. Ich sag's jetzt sicher falsch. Irgendein Hans. Danke, Hans. 40 Jahre und jetzt darf man das kosten. Oder? Weil ja, ich mir gedacht, das passt gut. Das ist süffig, das schmeckt gut. Das ist super. Und mit deinem Verschluss, das ist perfekt für Trippel, oder? Tu es. Jetzt hat es ganz kurz gebraucht. Ich mach das. Ja. Kann ich das so? Wenn man richtig gut ist. Ui. Prost, Prost. Prost, Prost. Essen dann wir dann auch noch, gell? Mhm. Das ist aber gut. Das schmeckt wirklich. Oder beschreib's malzig. Voll malzig, herzhaft, gut, vollmundig. Eines Landesdichters würdig, sage ich jetzt einmal. Probieren wir, oder was? Ich werde das Ladylike, das Gemüse probieren und du darfst einmal die Rippel da antesten. Ich bin schon gespannt, was du sagst. Was das so ein Gemüse kann ich überzeugen, glaub mir das. Es muss nicht immer Fleisch sein. Ich bin beinhart, ich probiere gleich den Sellerie. Beinhart. Weil wenn der gut ist. Ich mach mit. Das ist wirklich das Beste, was ich je hatte. Ist schon geschmackig, oder? Und das war jetzt nur die Sauce, die übrig geblieben ist von der wunderbaren Würze. Genau, das ist ein geschmort in einem guten Safterl, gell, wo wir vorher gemacht haben, die Rindsuppe mit den Gewürzen, mit dem Fleisch drin. Mm. Karotterl. Hervorragend. Ja, und jetzt zum Fleisch. Jetzt zum Fleisch. Weil jetzt können wir nicht mehr reden, jetzt ist gleich vorbei. Mahlzeit. Rippel darf ich mit den Händen essen, oder? Aha. Aber schau, wie ist der Knochen? Der ist eigentlich runter. Fast. Siehst du das? Mhm. Der nackere Knochen da. Und das? Das war richtig gut. Das ist ein bisschen was von dir. Mmh.
Pipi-Fein. Pipi-Fein, ja. Mahlzeit, Wiederschauen, Servus, tschüss. Lass dir schmecken. Mahlzeit, alles ist gut. Da durch. Schau, wie das runterfällt. Mit genial. Du, wenn man Zeit hat beim Kochen, weißt, dann geht das gleich. Jetzt dreht es groß.